Hi und herzlich willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal. Ich heiße Björn und ich habe euch ja schon mal eine De'Longhi Kaffeemaschine gezeigt, und zwar als ich mein altes Gerät repariert habe. Es hat auch bis zum Ende gehalten, aber meine Frau hatte halt den Wunsch, eine De'Longhi Cappuccino Kaffeemaschine zu kaufen. So ein Vollautomat, mit dem ihr halt so Milchschaum produzieren könnt für Cappuccino. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und deshalb habe ich mich heute dazu entschlossen, euch ein bisschen was darüber zu erzählen, ein bisschen Erfahrungsberichte und euch dann noch zu zeigen, wie ihr eure eigenen Cappuccino-Gläser anpassen könnt. Weil, jetzt fangen wir mal an. Ich habe nämlich hier bei Center Shop selbst gekauft, so ein tolles Thermo-Cappuccino-Glas gekauft. Und zwar wollte ich ein bisschen etwas Größeres haben. Und die Thermofunktion ist halt richtig cool bei den Dingern. Kostet das Stück 6 Euro, also so im Mittelfeld für ein Glas, würde ich jetzt mal sagen. Teurer geht immer, das ist klar. Und hier ist halt der Cappuccino schon richtig krass lange warm. Ich finde sie gut. Jeder hat einen eigenen Geschmack. Was ihr da verwendet, könnt ihr dann entsprechend anpassen. Dann haben wir hier einmal den Milchschaumbehälter, beziehungsweise den Milchbehälter. Und hier oben ist halt dieser Milchschaumautomat. Das hier könnt ihr in die Spülmaschine stellen, das ist möglich. Hier ist auch dieses Spülmaschinen-Symbol drauf, das zeige ich euch mal eben, da seht ihr ja. Und das kann man halt da reinstellen. Ich meine, ich bin jetzt hier kein Fan davon, alles in die Spülmaschine zu stellen. Das kommt bei mir auch nicht in die Spülmaschine, das spüle ich ausschließlich mit der Hand. Wenn ihr das mit der Hand spült, dann ist Kunststoff halt schöner oder längeren Zeitraum schön, wenn es auch richtig spült. Also hier nicht irgendwie mit kratzigen Sachen, so Topfschwämme und so. Ne, ich nehme einfach immer so einen Schwamm oder eine Spülbürste und mache mir das entsprechend mit Spülwasser alles schön sauber, schön heiß durchspülen. Lass das schön trocknen. Wenn es schnell gehen muss, kann man es auch abtrocknen. Also ich lasse es einfach so trocknen. Ist halt, jeder hat seinen eigenen Geschmack, wie er das macht. Und schön den Schaum halt entfernen, ist klar, sonst ist das halt ziemlich doof. Regelmäßig reinigen ist aber auch wichtig. Da müsst ihr immer dran denken. Und zum Reinigen von diesem Schlauch empfehle ich euch dann, wenn ihr das Ding einmal ausspült, dass ihr den Schlauch, den ihr hier abziehen könnt. Und vielleicht könnt ihr ja das hier auch noch abmachen, nämlich indem ihr das so nach vorne einfach rauszieht, einfach so in diese Richtung. Dann habt ihr das nämlich in der Hand. Da ist auch ein kleiner Dichtring. Da müsst ihr mal gucken, dass ihr auch jedes Mal, wenn ihr den sauber macht, dass er auch in Ordnung ist. Den kriegt ihr natürlich bei De'Longhi nachgekauft. Aber bestimmt auch irgendwo günstig in so ein Grabbelsortiment, weil der ist jetzt auch nicht so 100% passgenau. Also da ist immer so ein bisschen Toleranz, ist ja klar. Dann kann man das dann halt auch mit der Bürste so ein bisschen sauber machen. Muss man auch immer dran denken, das ist halt Lebensmittel und Milch und so. Das kann immer so ein bisschen kacke werden, wenn man das nicht regelmäßig macht. Dieses Teil, könnte man spülen in die Spülmaschine, das kann ich euch nicht sagen, habe ich auch noch nie getan, möchte ich eigentlich auch gar nicht. Man kann es vielleicht mit der Hand spülen, ob das wirklich so sinnvoll ist, ich kann es euch nicht sagen. Aber es gibt die Möglichkeit mit so Reiniger, da gibt es einmal von De'Longhi diesen Reiniger, der kostet natürlich ein bisschen mehr. Und es gibt die Möglichkeit, da so ein Konzentrat zu verwenden, das tut ihr dann einfach den Milchbehälter, spült das ein paar Mal damit durch. Ein Konzentrat ist ein bisschen ergiebiger, ein bisschen sehr viel ergiebiger vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. De'Longhi besteht halt immer darauf, dass ihr deren Reinigungsprodukte benutzt, damit ihr die Geräte nicht beschädigt. Manche Geräte können natürlich nicht alle Substanzen ab. Wenn ihr jetzt hier mit so einem säurebeständigen Zeug dran geht, ne, dann kann natürlich sein, dass das auch kaputt geht. Das ist logisch, aber dafür gibt es spezielle Hersteller, die haben spezielle Substanzen. Also nicht einfach irgendwas da reinkippen und so, das ist halt nicht cool. Und auf keinen Fall mit Spülmittel ausspülen, weil dann habt ihr wahrscheinlich die größte Sauerei in der Küche, die ihr jemals erlebt habt. Naja, gut. So viel erstmal dazu. Zum Reinigen von diesem Schlauch verwende ich, wie gesagt, hier diese Bürste. Die kann man im Internet bestellen. Kann man natürlich. Werde ich euch auch, wenn ihr möchtet, den Link da unten reinsetzen. Ich werde euch von allen Produkten die Links unten reinsetzen, weil damit finanziere ich ja meinen Kanal neben der YouTube-Werbung. Also alle Sachen, die ihr jetzt hier seht, sind selbst gekauft. Aber ich finde das halt immer interessant, euch auch mal sowas zu zeigen. Und abonnieren ist übrigens kostenlos, darüber freue ich mich. Einen Daumen nach oben auch und Fragen dazu in die Kommentare und Social Media wie Instagram und meine Facebook-Seite. Vielleicht interessiert ihr euch auch noch, dafür wäre echt cool. Und jetzt machen wir erstmal weiter. Zum Reinigen im Spülwasser einfach diese Bürste hier reinschieben und halt hier oben habt ihr halt auch noch so zwei Löcher, die gehen so diagonal, da halt auch noch mal ein bisschen sauber machen. Das mache ich eigentlich immer, wenn ich das ausspüle. Da mache ich immer zuerst hier den Schlauch sauber, wenn ich das Spülwasser fertig habe. Heißes Spülwasser, so dass man da noch mit der Hände reingreifen kann, ist klar, nämlich auch nicht zu heiß, weil das ist nämlich auch nicht so schön für die Substanzen. Und
Die Bürste habe ich natürlich günstig bei Action bekommen. Da war ich natürlich auf der Suche nach sowas Cooles. Und zwar war das in so ein Set drin. Da waren so Trinkhalme drin, so wiederverwendbare. Ich glaube aus Kunststoff oder aus Glas. Ich bin mir da auch nicht mehr sicher. Das ist oft einfach so ein Gadget, was dabei liegt. Trinkhalme und so, ja, ein, zwei Euro für ein, zwei Stück ist okay. Dafür ist sehr oft so eine Bürste dabei. Und die passt da halt auch perfekt rein. Die sieht halt ziemlich klein aus. Ist wie so ein Pfeifenreiniger eigentlich. Gibt es auch für Babyflaschen und sowas, ne? Also man kann viel oder wenig Geld für ein und dasselbe Produkt ausgeben. So viel dazu. Und jetzt schauen wir erstmal an, was ich so für Milch verwende. Und zwar, ich habe zwischendurch von dieser großen Molkerei aus Bayern, ihr kennt sie, kostet auch ein bisschen mehr, ist aber auch ein gutes Produkt. Dafür kriege ich jetzt auch kein Geld, um euch das zu sagen. Also viele sagen immer, ja, vielleicht kriegt ihr Geld dafür. Nein, das ist die Barista-Milch von Weinstefan. Und zwar hat sie extra Milcheiweiß hier drin, und zwar extra viel. Und zwar ist der Eiweißanteil hier 4 Gramm auf 100 Milliliter. Und das ist schon eine ganze Menge. Das wirkt sich auf den Schaum aus. Es ist nicht so, dass diese billige Milch, die wir gleich verwenden werden, weil das ist leer, die ist noch kalt aus dem Kühlschrank. Habe ich heute Morgen Haferflocken gegessen. Und zwar hat sie 3,4 Gramm Eiweiß auf 100 Milliliter. Also da ist halt ein bisschen mehr drin. Das funktioniert hiermit aber auch ziemlich gut. Der einzige Unterschied, den ich halt festgestellt habe, ist, und zwar, wenn ich dann so hingehe und dann sage, so, ja, machst du mal so ein bisschen Kakao drauf, den habe ich gekauft bei Kodi. Völlig ausreichend. Und wenn ich da halt Kakao drauf streue, dann geht der Schaum von der billigen Milch halt mitunter. Zum Glück war der Deckel zu und ist auch wirklich dicht. Wundert mich. Und hier bleibt der Schaum, wie er ist. Also der verändert sich da nicht und bleibt auch ziemlich lange schaumig. So viel dazu. So, jetzt gehen wir mal in die Praxis über. Und zwar werden wir jetzt unseren Cappuccino erstmal zubereiten. Weil ich habe da Bock drauf, jetzt gerade mir ein Cappuccino zu machen. Und dann stellen wir gemeinsam einmal die Menge ein. Und zwar werdet ihr gleich nur das Gerät sehen, mich nicht mehr. Deswegen verabschiede ich mich erstmal und am Ende sehen wir uns dann kurz nochmal wieder. Und wir werden uns jetzt genau da vorstellen in meiner Nicht-Studio-Küche. Leider sind ja Küchen im Moment ja gar nicht so schön lieferbar. Wir sind ja umgezogen und die Küche ist halt nicht eigentlich für diesen Raum gemacht. Ich habe aber versucht, das Beste rauszumachen. Also nicht aufregen. Wir werden jetzt erstmal ja, uns mit dem Gerät beschäftigen. Bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Hier auf dem Behälter, da haben wir hier auf der Seite so diese Skala. Hier ist Maximum. Ich sehe das selber gerade nicht so schön. Und hier unten ist Minimum. Es darf natürlich nicht unter Minimum. Ihr solltet halt immer in dem Bereich sein. Einmal die Woche reinigen ist so bei mir immer der Fall. Da mache ich das Gerät komplett sauber, beziehungsweise den Behälter, den Schlauch und spüle das da regelmäßig aus. Das ist natürlich klar. Ich fülle jetzt hier erstmal die Milch ein. Den Schlauch, den setze ich immer ja, in der Flussrichtung rein. Ihr habt ja die zwei Löcher und die zwei Löcher, die müssen dann halt ja so zeigen. Ne, das kriegt ihr ja schon hin. So, jetzt kommt erstmal die Milch in den Behälter. Und zwar mache ich da einfach mal was rein. Das könnt ihr auch so in den Kühlschrank stellen, auch mit dem Deckel oben drauf etc. Das ist kein Problem. Das funktioniert, das mache ich selber so. Und dann bleibt das so ungefähr eine Woche bei mir immer frisch, wenn der Behälter gut gesäubert ist. Da ist das kein Problem. Aber ich mache mir eigentlich immer nur am Wochenende gerne so ein Cappuccino, weil in der Woche, ja, da komme ich halt auch nicht so wirklich dazu. So, dann haben wir das einmal hier befüllt. Total easy peasy. Und jetzt gehen wir zum Gerät. Ja, als allererstes müssen wir natürlich kontrollieren, haben wir genug Bohnen drin? Haben wir genug Wasser drin? Haben wir. Für einen Cappuccino reicht das. Jetzt schalten wir das Gerät erst einmal an und lassen den einmal spülen. Das dauert natürlich einen kleinen Moment. Was ich ja eigentlich ziemlich schön finde, ist hier die Oberfläche. Ich meine, wenn das im Eco-Modus läuft, ist das hier oben nicht so warm. Habt ihr den Eco-Modus aus, was halt bei den Energiepreisen nicht zu empfehlen ist in Deutschland, dann werden hier oben auch die Tassen und Gläser vorgewärmt. Was man auch noch tun kann, ist, dass man die Gläser einmal mit warmem oder mit heißem Wasser einmal ausspült, sodass sie auch vorgewärmt sind und dann bleibt euer Getränk auch noch ein bisschen wärmer.
Bei so Thermogläser ist das jetzt nicht so ein Problem, aber meine Küche ist immer ziemlich kalt. Wir haben so 14, 15 Grad im Winter hier drin, manchmal auch darunter. Also unser Vermieter, unser Wohnungseigentümer legt da nicht so Wert drauf, dass ja, das Haus ziemlich gut instand gesetzt wird. Das wirkt sich extrem in der Küche aus. Da ist das leider immer ein bisschen kühl. Deswegen ist es immer empfehlenswert, bei kühlen Gefäßen die Gefäße einmal mit warmem Wasser einmal auszuspülen. Oder wenn ihr halt den Eco-Modus aus habt, dann kann man das da drauf stellen. Sieht auch schön aus. Und dann werden sie auch durch die Platte eigentlich gewärmt. So, jetzt haben wir einmal ausgespült. Jetzt kann man diese Düse hier vorne, die Heißwasserdüse, einfach gerade rausziehen. Oh, da kam aber ein Schwall Wasser raus. Meine Frau hat da nämlich letztes Mal irgendwas mitgemacht. Keine Ahnung, macht immer so komische Sachen. Naja, das kann man hier dann auch sauber machen. Das mache ich auch immer, wenn ich den Behälter wegmache. Dann mache ich hier dann auch einmal schön alles sauber. Das muss man, weil sonst habt ihr hier hinterher Knusperkekse. Und dann sieht das nicht mal so schön aus, wie es jetzt ist. Ist halt nicht so cool. Wir schieben das einfach da dran. Der Deckel ist auch ziemlich locker. Da dürft ihr euch nicht erschrecken. Hier oben können wir ja 1, 2, 3 auswählen. Und ja, wir gehen dann jetzt hier auf die dritte Stufe. Den muss ich hier nach ganz oben machen. Den Hahn muss ich auch höher stellen. Und dann kann ich auch mein Riesenglas, ich glaube 180 Milliliter sind das, einfach hier so drunter stellen. Und ich zeige euch das mal, wie das kurz da aussieht. Ja, und so sieht das dann aus. Also es passt schön da drunter. Ich kann das Glas auch so davor wegziehen. Das ist kein Problem. Man muss halt nur achten, dass diese Düse, die ihr hier seht, dass sie auch wirklich ja, die Milch und den Kaffee und alles, dass das alles da reinläuft und nicht daneben. Das ist halt ziemlich wichtig. Ja, dann drücke ich mal den Knopf. Und zwar habt ihr ja hier oben diese Skala. Hier habt ihr ja Insert und Clean. Und dann habt ihr ja 1, 2, 3 Stufen. Und ich benutze die dritte Stufe mit meiner 1,5% Discounter-Milch. Und ich drücke jetzt hier auf den Cappuccino. Und da passiert erstmal nichts, weil er muss... Weil er muss ja jetzt erstmal den Milchbereich aufheizen und hat schon seinen Kaffee gemahlen und das läuft Schritt für Schritt. Schauen wir uns das mal an. So, jetzt kommt der Kaffee. Und wenn wir uns das jetzt angucken, sieht das Produkt eigentlich ziemlich gut aus. Wir haben unten die heiße Milch, da haben wir den Espresso, der jetzt noch mit der Milch so ein bisschen sich bewegt und oben haben wir den Milchschaum. Das haben wir jetzt rein mit der billigen Milch gemacht. Schöner sieht das natürlich noch aus mit der Weinstephanmilch, da ist noch ein bisschen mehr Schaum und ein bisschen stabilerer Schaum, aber der ist auch völlig okay. Also da, ich bin damit zufrieden, aber jeder hat ja seinen eigenen Geschmack. Ja, und jetzt könnte man noch hier hingehen, Kakao drauf und dann sieht das schick aus. Da wird hier der Schaum, das zeige ich euch mal, das hier einfach so drüber sträufeln und dann sehen wir schon, dass das absinkt direkt. Ne? Das ist bei der Weinstephan halt nicht der Fall, da ist das Produkt schon echt gerechtfertigt und hat seine Daseinsberechtigung und der Preis ist vertretbar dafür, dass man dann sowas bekommen würde. Aber ich sag mal so, für mich ist das jetzt relativ. In so ein Thermoglas, das bleibt dann schon so eine Dreiviertelstunde, ist das schon immer noch gut auf Temperatur. Da muss man jetzt eigentlich aufpassen, dass man sich die Zunge nicht verbrennt. Reinigen müsste man das Gerät jetzt auch. Man kann natürlich jetzt das nächste Produkt produzieren, aber das wollen wir nicht. Machen wir das jetzt nicht sauber, dann ja, wird das da oben halt fest und das soll es ja nicht. Wir können jetzt hier auf Clean drehen und
dann reinigt sich das Gerät selber. So, jetzt ist der Milchbereich sauber. Weil ich ja jetzt damit fertig bin, zeige ich euch mal, dann ziehe ich das einfach hier so raus. Ja, und dann haben wir ja hier immer noch so Milchreste und so ein Kram. Da nehme ich dann einfach hier diesen Lappen und dann kann ich das dann hier einmal sauber machen, weil da dunstet das sowieso raus. Und leider war die Kamera gerade in dem Moment aus, als ich es sauber machen wollte. Hier oben habt ihr dann halt auch immer so Ablagerung und dann macht ihr das halt auch einmal grob sauber. Und dann ist das schon mal okay. Ich werde jetzt erstmal meinen Cappuccino trinken. Dann werde ich das Glas erstmal grob ausspülen und dann stellen wir uns das Ganze mal ein. So, meine Freunde des gepflegten Cappuccinos. Ich habe meinen Cappuccino ausgetrunken und er hat natürlich gut geschmeckt. Jetzt fangen wir an mit dem System, dass wir das jetzt einmal hier ein bisschen einrichten. Dafür müssen wir erstmal das Gerät einschalten. Weil er ist ja einfach ausgegangen, hat ein bisschen zu lange gebraucht. Und jetzt erstmal einschalten. Dann brauchen wir auch unser Glas gleich. Das stellen wir gleich da drunter, wenn er fertig ist mit Spülen. Was mir eigentlich positiv zu der anderen Maschine aufgefallen ist, das ist einfach, dass sie viel leiser ist. Der Wasserbehälter ist genauso groß und der Filter passt da auch rein. Also wenn ihr so einen Wasserfilter sucht, ich habe da ein gutes, geeignetes Produkt gefunden zum angemessenen Preis. Ich glaube, da waren 5 Filter drin. Ich weiß jetzt nicht genau, der hält ungefähr 2 Monate. Link ist dazu in der Videobeschreibung. So. Das schütte ich einmal weg. Wir drücken jetzt lange die Cappuccino-Taste und wenn unsere gewünschte Menge dann erreicht ist, drücken wir da nochmal drauf. Wir müssen jetzt erstmal so lange drauf drücken, bis hier der Text erscheint. Ist die Menge erreicht, Knopf drücken, dann fängt er an mit dem Kaffee. Ist die Kaffeemenge erreicht, die ihr haben wollt, drückt ihr wieder auf Cappuccino, dann wird das Ganze gespeichert. Ich mache das mal mit euch, es ist gleich ziemlich laut, deswegen einmal so die Erklärung. Seht ihr, Milch programmieren. Ja? Ihr könnt natürlich auch noch hier den Schaum variieren. Je weniger Schaum, desto mehr flüssige, heiße Milch. Das könnt ihr selber anpassen, wie ihr das möchtet. Der Milchschaum ist auf jeden Fall mega geil. Freunde von mir und so, Bekannte und Familie, die haben ja verschiedene Geräte. Ich muss sagen, die von Jura sind jetzt nicht so der Knaller. Von Siemens geht. Ja, aber hier ist der Milchschaum echt der Knaller und das schon mit der billigen Milch. Ich bin zufrieden mit dem Gerät. Also ich kann da nicht meckern. Dann gibt es natürlich noch die Wasserfilter, die verlinke ich euch auch mal nochmal in der Videobeschreibung. Die habe ich jetzt schon über einen längeren Zeitraum und damit bin ich vollkommen zufrieden und sind halt preislich gesehen auch top. Passen in meine alten Maschine und auch in der neuen, das heißt, ich musste mir leider keine neuen kaufen, weil die stapeln sich ja mittlerweile, halten 2 Monate so ungefähr. So, ist jetzt gleich da die Menge erreicht, müssen wir wieder den Knopf drücken. Und wir sehen schon, der Kaffee kommt da schon an, das sieht echt gut aus. Ich hoffe, dass die Kamera noch so lange aufnimmt, weil wenn sie warm wird, schaltet sie irgendwann ab. So, und jetzt kann man so sagen, ne, dass das okay ist. Ja, also so finde ich meinen Cappuccino okay. Ihr könnt euch das natürlich nochmal selbst anpassen, wie ihr das gerne möchtet. Ne, das ist halt Geschmackssache. So viel sei dazu gesagt. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Und nicht vergessen, dass wenn ihr das öfter benutzt, dann geht irgendwann auch dieser Schwimmer hier hoch. Das haben wir nämlich gerade gesehen, als er hier fertig war mit dem Milchschaum. Da kam hier der Dampf hoch. Ich spiele euch das nochmal kurz ein. Weil die stapeln sich ja mittlerweile, halten 2 Monate, so ungefähr. Und wenn dann da der Dampf hochkommt, dann ist natürlich irgendwann hier unten auch Wasser drin. Das ist tatsächlich der Fall, dass man das auch regelmäßig entleeren und reinigen muss. Dazu nehme ich dann einfach auch meine Spülbürste und gehe da einfach mal so ein bisschen rein. Lass das gut abtrocknen. So viel dazu, bevor ihr sagt, so, ah, warum hat er mir das nicht gesagt? Jetzt einmal reinigen.
Und dann sind wir dann auch gleich schon am Ende des Videos. So, wir sehen, der ist fertig mit Reinigen. Wir können das auch direkt wieder zurückstellen. Das ist kein Problem. Da machen wir das ab. Dann sehen wir, ist hier wieder Milch gelandet. Dann nehmen wir hier halt wieder unser Küchenkrepp und machen das einmal hier so ein bisschen sauber. Weil wenn ich das im Kühlschrank stelle, kann es tropfen. Hier mache ich dann auch manchmal noch ein bisschen sauber. Hier an dem Auslass. Na, da ist halt noch ein bisschen Wasser. Und dann halt hier oben nochmal. Na, aber soweit, so gut. Und dann am Ende halt hier wieder dieser Wasserauslass. Zack. Ich weiß gar nicht, was meine Frau damit angestellt hat. So, und ganz zu guter Letzt kann man das dann hier nochmal komplett ausschalten. Es ist sogar möglich, dass sie hier die Uhrzeit einstellt und dass das Gerät dann zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch angeht. Aber denkt immer daran, da müsst ihr aber vorher immer gucken, dass ihr die Tropfschale leer habt. Ne, da habt ihr ja diesen roten Schwimmer. Der würde nach oben kommen, würde ich da jetzt Wasser reinkippen. Wasserbehälter auffüllen, Bohnen auffüllen und immer den Becher darunter stellen. Sonst habt ihr da eine böse Überraschung vielleicht mal. Soll ja nicht so enden wie bei mir, dass ich mir einen Cappuccino mache, ne, und ich den einstellen will und auf einmal nicht genug Wasser für den Kaffee da ist. Ist halt nicht so cool. Ne? Ja, ihr seht, das Licht in der Küche ist halt nicht so cool. Ich habe mir so eine kleine Aufsatzleuchte geholt für meine Kamera, weil ich kann ja jetzt meine Studiolampen ja nicht einfach hier rüber buxieren. Ihr seht, meine Küche ist halt mehr Zweck als schick. Naja, ich habe versucht, das Beste rauszumachen. Ist leider nicht für diese Wohnung gedacht gewesen. Und während diesen ganzen Lockdown-Kram und so umgezogen, da waren die Baumärkte zu. Ich war froh, dass ich überhaupt Arbeitsplatten bekommen habe. Naja, gut, so viel dazu. Links zu den ganzen Produkten in der Videobeschreibung. Und hier ist nochmal der Cappuccino. Der sieht echt gut aus. Und das mit der billigen Discountermilch. Ich muss sagen, ich bin ja echt positiv überrascht, wie gut das ist. Jetzt streue ich euch noch mal vor der Kamera noch mal hier den Kakao drauf. Und man hört es. Ja, man hört das Knistern sehr deutlich, wenn der halt runtergedrückt wird oder zerstört wird durch den Kakao. Das habt ihr halt bei der teuren Milch halt nicht das Problem. Aber trotzdem ist das okay. Also ich habe noch nie mit einer 1,5%igen Milch einen schönen Cappuccino hinbekommen. Außer mit dem De'Longhi Milchaufschäumer, den ich mal vorher hatte. Damit hat das auch relativ gut geklappt. Ich danke dir fürs Einschalten. Über ein Abo freue ich mich immer sehr. Ein Daumen nach oben wäre echt cool. Und Links dazu alles unten in der Videobeschreibung. Denn dann bekomme ich eine kleine Provision und du unterstützt halt diesen Kanal. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, dass du dein Cappuccino selber kreieren kannst. Und ich schaue mal, ob ich euch vielleicht noch mal demnächst ein paar andere Dinge noch mit dem Gerät zeige. Ich danke. Ciao, euer Björn.